Günter Kunert sagte, wohin wir auch immer reisen, wir suchen, wovon wir träumen, finden aber doch stets nur uns selbst. Zum Ableben meiner Erstklasslehrerin sandte ich der Trauerfamilie eine unübliche Trauerkarte, etwas Abstraktes von einem Berner Holzschneider. Und ich interpretierte Gottes Auge hinein. Schließlich musste man erkennen, dass es sich um etwas Religiöses, etwas mit Glauben handelte, und malte es zusätzlich in Neongelb und mit Strahlen. Aber wie lautet die entsprechende Konvention? Wie ist die offizielle Ikonografie Gottes? Irgendwie fühlte ich mich beim Erweitern und Aufwerten der Karte wie damals 1979 in der ersten Klasse, vogelfrei und keine Ahnung von nichts. Gar nichts. Und gleichwohl ist diese Karte wie eine späte Rache an ihr geworden. Damals, vor 40 Jahren, malte ich eine lila Kuh und meine Erstklasslehrerin schnauzte mich an, es gäbe keine lila Kühe und telefonierte sogar meiner Mutter. Ich war damals ein Fernsehkind, Fernseher ohne Fernbedienung und mit 6 Sendern und trotz der wenigen Kanäle wusste ich von der lila Milka-Kuh und fühlte mich auf verlorenem Posten und am kürzeren Hebel gegenüber der Lehrerin am längeren desselben. Dabei gab es genau einen solchen Werbespot bereits 1973 und die erste lila Kuh stapfte schon 1936 durch die Werbewiesen. Bereits damals waren die Jüngeren den Älteren voraus, aber man musste Maul halten, denn sonst alle sterben weg. Ausnahmslos alle. Die einzige Gerechtigkeit in der Welt. Alle müssen irgendwann gehen, abdanken, Tschüss sagen, einen Löffel abgeben. Auch mein Deutschlehrer viele Jahre früher und kürzlich auch meine Klavierlehrerin. Bekannte, Lehrer, Eltern, weitere Verwandte und am Ende man selbst. Eine Freundin meinte, mit zunehmendem Alter kenne man mehr Gestorbene als Lebende. Eigentlich wäre es schön, zu Hause einen Platz zu haben, eine leere Fläche, auf der Fotos von allen Leuten hängen, die man kennt, die gestorben sind. Und am Ende dieses Prozesses wird doch bloß Erinnerung sein. Und das eigene Porträt natürlich. Ein Aufstieg aus der wahrnehmbaren Welt der vergänglichen Dinge in die rein geistige Welt des unwandelbaren Seins, ja, Feinstofflichkeit. Ich vernehme vielleicht den Redeschwall und Lachen und Weinen, jegliche Arten menschlicher Regungen und Andenken aus diesen Porträts, wo nun ein abwesendes Bild kurz aufleuchtet, mich anhört, ja sogar spricht mit mir vielleicht. Doch so oder so, du wirst nie mehr vollkommen an einem Ort zu Hause sein, weil ein Teil deines Herzens immer an den Ort sein wird. Das ist der Preis für den Reichtum, Leute an mehr als einem Ort zu kennen und zu lieben, sagte Miriam Adeney. Und schlussendlich findet man doch nur sich selbst. Aber diese Ahnengalerie der Vorverstorbenen kann so nirgends hängen, denn wo bin ich, war ich zu Hause? Wohin auch immer ich reiste, ich fand meinen Ort mannigfach andernorts gewiss. Doch schön wäre eine solche Ahnengalerie, ein Platz an einer Wand, um sich zu erinnern, wie flashig und urschön, ja geil das Leben und der Tod sein können. Ein kleines Wohnzimmer, jenseits geträumt, mit psychedelischen Tapeten wie in den 70ern grün, braun, orange und mit starrenden Augen, die zu sagen scheinen, ich weiß, wo du bist. Und bald wechselst auch du in den Bilderrahmen. Auch ein schönes Bild, aus dem Rahmen fallen. Ein Sprichwort, das nun eine ganz andere Bedeutung erhält. Nun falle ich noch so gern aus dem Rahmen, mitten im Leben und somit auch auf dieser Heimbühne heute Abend als wohl ältester Teilnehmer. Wagt euch, lebt, denn eines Tages ist es wirklich definitiv zu spät. Danke.